Hallo und herzlich willkommen zu unserer Scrapbook-Reihe Rügen 2016. In dieser Reihe zeige ich euch Schritt für Schritt, wie dieses wunderbare Rügen-Album entstanden ist. Wenn ihr eine Übersicht über das Album haben wollt, dann schaut doch mal bei diesem Video vorbei. Eine Anleitung für die Struktur des Ganzen findet ihr hier. Und wenn ihr alle Videos der Reihe inklusive der Dekoration sehen wollt, dann schaut doch mal in der Playlist vorbei. In diesem Video zeige ich euch, wie ich hier die Doppelseite für den Dino Park dekoriert habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. Ja, ganz ungewohntes Papier für das Album, falls ihr die anderen Videos zu dem Album gesehen habt. Und zwar geht es jetzt um eine Doppelseite, wo wir den Dino Park auf Rügen besucht haben. Und Dino Park passt jetzt nicht unbedingt gerade maritimes Papier dazu, wie ich es ansonsten verwendet habe. Also im Sinne von Fotos vom Meer. Außerdem habe ich das selbst gedruckte Papier, hatte ich glaube ich 20 Motive rum oder sowas. Und habe das bei fast allen Seiten zuvor verwendet, außer bei Karls Erdbeerhof, wenn ihr die Videos gesehen habt. Und ich muss einfach sagen, irgendwann reicht es dann auch mal, die Motive wiederholen sich ständig und irgendwo soll ja auch ein bisschen Abwechslung sein. Und ich habe einfach die Fotos vom Dino Park mir angeguckt und gesagt, nee, da passt jetzt einfach das Maritime nicht dazu und habe dann überlegt, was mache ich denn? Und da das relativ viel Gestrüpp war auf den Fotos, passte das eigentlich farblich wunderbar, seht ihr hier auch, zu diesem Papier von It's a Man's World, und zwar auch nicht unbedingt zu dem hellblauen, was da teilweise sogar mit maritimen Motiven drin ist, sondern zu diesen, ich nenne es mal Allerweltsmotiven, Holzmotive. Also ihr seht ja, was ich da verwendet habe und dann habe ich eigentlich größtenteils auf dieser Doppelseite die Papiere aufgeklebt, die Fotos drauf, habe dann noch ein paar Kommentare wieder zugeschrieben. Als Deko hatte ich einige Dino-Sticker, die nachher noch drauf kommen. Und Klebeband habe ich im letzten Video zu dem Hafenbesuch bei Sassnitz größer behandelt. Da ein bisschen ausgiebig erzählt von meinen Erfahrungen mit doppelseitigem Klebeband oder halt auch Kleberollern und so. Hier verwende ich das vom Action dann. Das klappt für die Deko ganz gut, ist zwar ein bisschen klobig und ich hatte jetzt wenig Lust, das ständig mit der Schere auseinanderzuschneiden, aber nun ja. Der Vorteil bei dem Papier vom Action, das ist der Block, wenn ich es noch nicht gesagt habe, It's a Man's World, ist, dass dort halt auch beispielsweise so Papier dabei war, wo man halt direkt die Textfelder drauf hatte, und ja, da habe ich dann natürlich ein bisschen was drauf geschrieben. Ansonsten zeige ich euch jetzt einfach, was ich gemacht habe. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts groß, was man noch erklären müsste, und ich blende euch jetzt gleich einfach Musik ein und oder drehe die Musik hoch und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Zeitraffer. We'll be right back.
Das ist nun also die Doppelseite für den Dino-Pack. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei den anderen Videos zu der Reihe vorbei. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen kreativen Tag. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!